Wenn dein bester Freund oder deine beste Freundin mit dir so reden würde, wie du mit dir selber sprichst, wärt ihr dann noch befreundet? Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Smile for Your Life – Einfacher, einfacher Leben. Dem Podcast rund ums Glücklichsein, glücklich leben und glücklich werden. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Smile for Life, einfacher, einfacher reden. Diese Woche, Montag, immer wieder Montag, möchte ich über das Thema reden, wie du mit dir selber umgehst. Also, jetzt mal, und jetzt bitte nicht schnell die Männer mit den weißen Hemden holen, mit der komischen Jacke, die einem auf dem Rücken zugebunden wird, sondern wie sprichst du mit dir selber? Und wie gehst du mit dir selber um? Da auch die Frage am Anfang, wenn dein bester Freund, deine beste Freundin mit dir so reden würde, wie du mit dir selber manchmal redest, wärt ihr noch befreundet? Und früher wäre meine Antwort gewesen, no way, auf gar keinen Fall. Es gibt Dinge, die ich zu mir selber sage, wenn das jemand zu mir gesagt hätte, und ständig sagt, bist du für ein Vollidiot, das hast du wieder nicht geschafft, mein Gott, muss das denn sein, hast du wieder nicht hinbekommen, super Leistung, Herr Ehlers, wunderbar, dann wäre ich mit dieser Person bestimmt nicht mehr befreundet. Wie sieht denn das bei dir so aus? Und vielleicht darf ich da nochmal ein bisschen weiter ausholen, denn wie geht unser Gehirn mit Informationen um? Wir haben all diese Selbstgespräche, wir haben all diese kleine innere Stimme in uns, die mit uns redet. Und wir stellen uns auch alles in Bildern vor. Also alles, was du dich erinnerst, wenn ich sage, denk mal bitte nicht an einen blauen Elefanten mit rosa Punkten, dann versuchst du dir diesen Elefanten vorzustellen. Das heißt, wir machen uns Bilder von gewissen Situationen. Unser Gehirn denkt in Bildern und in in Bildern und in Filmen, kann man quasi sagen. Um sich Dinge vorzustellen, jetzt wie bei dem gelben rosa Elefanten, darf ich mir einen Elefanten vorstellen. Jetzt kommt das Schöne an unserem Gehirn. Unser Gehirn kann das Wort nicht, also die Negation, sich nicht vorstellen. Das bedeutet, wenn du an einen rosa Elefanten nicht denken sollst, stellst du dir zuerst diesen rosa Elefanten vor, um ihn dann durchzustreichen, wegzumachen, klein zu machen, verpuffen zu lassen, eine Mauer dazu vorzuziehen oder einen Vorhang, irgendetwas, damit dieser Elefant nicht mehr da ist. Und wir dürfen es uns immer zuerst vorstellen. Jetzt kommt so ein paar Kleinigkeiten in der Alltagskommunikation. Das heißt, ich muss zuerst an die Sache denken, um dann nicht an sie zu denken. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. In meinem Alltag, ich arbeite nun im medizinischen Sektor, und wenn dann Menschen auf einen zukommen und sagen ihnen, sie brauchen keine Angst zu haben, sie werden keine Schmerzen haben, was wird dieser Mensch als erstes denken? Ich hatte eine ganz konkrete Situation, also ich arbeite in einem OP, ich bin da in der Anästhesie tätig und meine Kollegin kam und der Patient hat draußen gewartet und sagt, Mensch, der ist sehr, sehr aufgeregt. Spezialfall Marco, also ich gehe mal raus, mach das alles und er erzählt mir, ich sage, pass auf, möchtest du wissen, wie das Ganze hier so abläuft? Und ich erzähle ihm alles und ich mache positive Worte, ich sage, was, er wird sich wohlfühlen, er wird schneller fit werden, dies, das, jenes überhaupt, an schöne Träume denken, sich an positive Gedanken festhalten und. Und ich konnte wirklich sehen, wie seine Pupillen kleiner wurden, die Gesichtszüge wurden entspannter. Und dann kam der Operateur. Und er sagte, wird schon schief gehen, mach dir keine Sorgen, mach dir keine Angst, das wird nicht so wehtun. Und ich konnte sehen, wie diese Panik wieder zurückkam in sein Gesicht. Also kam die ganze Situation nochmal von vorne. Ich habe es nochmal von vorne gemacht, habe ihn wieder runtergeholt. Denn du konntest sehen, er hat über Angst gesprochen, hat sich Angst gemacht. Das heißt, er hat sich alle Szenarien, die Dr. Google ihm vorgeschrieben haben oder gezeigt haben, ausgemalt. Alles, was bei einer Operation
schiefgehen hätte können, geht durch seinen Kopf. Und da Geist und Körper nicht voneinander getrennt sind, sondern ganz im Gegenteil, ist es so, dass es natürlich direkte Auswirkungen auf seinen Körper hat. Er wurde angespannter, er wurde schweißiger, die Hände wurden kalt, die Füße wurden kalt und. Also habe ich halt wieder von vorne angefangen, das Ganze nochmal gemacht und ihn dann halbwegs beruhigter in die Narkose begleiten können. Um ein positives Beispiel zu nennen, das hatten wir schon mal in einer früheren Folge, da war das Thema, wenn du frisch verliebt bist, dann ist es so, dass du nur an diese Person denken musst, sie braucht nicht mal anwesend sein, und schon kriegst du Schmetterlinge im Bauch und vermisst ihn und es hat direkte körperliche Auswirkungen. Das kann sowohl in die eine als auch in die andere Richtung gehen, deshalb positiv und negativ. Und daher darfst du dir überlegen, welche Bilder du dir in den Kopf tust oder in den Kopf tun lässt. Zum Thema, meide den Einfluss von außen in der Smile-Philosophie. Es kann ganz, ganz, ganz viel Kopfkino geben, die dir vielleicht nicht bewusst sind, welche Auswirkungen sie haben. Aber sie sind auf jeden Fall da. Und wenn du jetzt deine klassischen Selbstgespräche führst, um dich zu motivieren oder dich dem zu motivieren, geht ja beides hervorragend, oder im Kopf vor dich hin meckerst, weil du irgendetwas nicht gut findest, nicht geärgert hast oder was auch immer. Aktuelles Beispiel heute. Heute hat es bei uns geschneit. Und ich wachte morgens auf und ich sah den weißen Garten und die weiße Auffahrt. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich kann jetzt natürlich denken, scheiße, es ist kalt, ich muss es raus, ich muss Schnee schippen. Was ist das denn für eine Kacke hier? Oder ich mache das wie unser Vierjähriger, der sie gar nicht mehr an sich halten konnte, der quasi im Schlafanzug schon raus wollte, weil es geschneit hat. Man konnte ihn eben gerade nochmal den Schneeanzug anziehen. Und vor dem Frühstück war der im Garten und wollte im Schnee spielen. Wir erleben beide dieselbe Situation, aber geben dem komplett unterschiedliche Bedeutung. Er sagt, hey, wow, geil, wuhu, Schnee. Und andere sagen, scheiße, das, oh, nass, kalt, was soll das denn jetzt? Und wenn ich natürlich negativer rede und denke und auch zu mir selbst und die Gedanken, die ich habe, hat das natürlich auch Auswirkungen auf meinen restlichen Alltag. Es drückt ja meine Stimmung. Ich kann mich ja auch komplett demotivieren oder ich kann mich motivieren mit den Dingen, die ich zu mir selber sage. Wie vorhin angesprochen, wow, geil, Schnee und ich freue mich geil, wie so ein Vierjähriger durch den Garten laufen und sagen, wie cool könnte das denn sein? Oder du grämig durch die Gegend wie so ein Grinch durch die Gegend zu gehen und sagen, alles doof, alles scheiße. Und es gibt auch ein gewisses Feedback es ist keine Einbahnstraße. Wenn wir glücklich sind, also unser Gehirn schüttet Endorphine aus und dann lächeln wir. Das kennen wir ja, das ist ja, oder einige kennen es auch nicht, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf der anderen Seite ist es genauso, dass es keine Einbahnstraße ist. Wenn du lächelst, und es gibt so Experimente, da steckst du so einen Bleistift quer im Mund, dass du so 5 Minuten vom Spiegel grinst, dann sagt immer dein Gehirn, sag hier, Leute, Kollegen, der ist glücklich, zumindest sagt das sein Mund. Und da werden zum Beispiel die Muskeln drücken auf gewisse Nervenpunkte und hast nicht gesehen. Also fängt das Gehirn an, Endorphine auszuschütten, weil er sagt, hey, der lächelt ja, also muss der gut drauf sein. Also machen wir, dass der gut drauf ist. Und so fühlst du dich auf einmal viel, viel, viel besser. Und ich habe mir über den Alltag angewöhnt. Ich war früher auch so grinchig und ich könnte mich über alles aufregen und alles doof. Und was ist, wenn es besser kommt, als du erwartest? Gerade wenn es um Veränderungen geht. Du siehst irgendwas und die erste Bedeutung, die wir dem geben, ist, wie doof ist das denn? Was ist denn, wenn das, was da kommt, halb so schlimm ist, wie du es dir gerade im Kopf ausgemalt hast? Oder noch besser, es noch besser kommt, als du dir jemals vorstellen konntest? Und daher laufe ich durch die Gegend und sehe alles nur mit, aha, wow, cool. Ich bin gespannt, was daraus Cooles werden könnte. Was könnte daraus passieren? Hey, das ist ja toll. Ach, so machen sie das. Und so konditioniere ich mein Gehirn
darauf, anders auf Dinge zu reagieren. Am Anfang ist es einfach nur so, dass ich da wirklich bewusst drüber nachdenken muss. Aha, ich sehe das. Und dann, ach nee, warte mal, ich wollte ja positiver denken. Das ist die Geschichte mit dem geruchmaximierten Mann in der Notaufnahme im Fahrstuhl, den ich von dem ich mal berichtet habe. Und den ganzen Tag über gehst du mit einer gewissen Leichtigkeit und Freude durchs Leben. Und jetzt können einige Leute jetzt wieder sagen, ja, dieses ganze positive Gerede, das ist ja, man kann sich ja immer alles schönreden und am Ende ist es ja aber doch alles scheiße. Ja, das kann sein. Und der Optimist ist nicht der, der immer recht hat. Und der Optimist hat auch nicht immer Unrecht. Und der Pessimist hat auch nicht immer recht. Am Ende des Tages geht es darum, wer lebt glücklicher? Also wer lebt den ganzen Tag in Sorge, dass alles schief geht? Oder wer lebt in der Annahme, dass es vielleicht gar nicht allzu schlimm sein kann? Und es gab dazu mal eine Studie und die fand ich sehr, sehr spannend. Und diese Studie ging ums positive Denken, die Art zu denken und welche Auswirkungen das Wort Rente auf ältere Menschen haben. Und diese Menschen waren alle schon im Ruhestand und es gab grob zwei Kategorien an Menschen. Die einen haben Wörter benutzt wie einsam, schwach, zerbrechlich, Krankheit, Tod, Einsamkeit. Diese Gruppe starb wesentlich früher als die Gruppe der Menschen, die für das Alter die Worte benutzt haben wie Glück, Erfüllung, Freiheit, Weisheit, Verbundenheit und Dankbarkeit. Wir können jeden Tag dem Leben eine neue Bedeutung geben. Und es mag im ersten Anschein nicht besonders viel sein. Und ich habe da eine kleine Anekdote gehört. Und zwar, mancher sagt, ja, ich kann ja nur eine Sache ändern, das hat ja keine große Auswirkung. Und wenn man sich vorstellt, wir gehen mal über den Globus, weil das ist die Geschichte, die ich da gehört habe, europäisch kann ich das jetzt nicht nachvollziehen. Da ist jemand, der Pilot startet in Los Angeles mit seinem Flugzeug. Er hat eine direkte Linie nach New York. Wenn er jetzt nur seinen Kurs um 3,5 Grad ändert, also wenn du dein Geodreieck nimmst und mal guckst, was 3,5 Grad bedeutet, dann ist das ein Fliegenschiss, das ist nichts. Aber anstelle von New York kommt er jetzt in Washington an. Und das sind ein paar Kilometer Unterschied. Das sind gute 330 Kilometer. Um sich das mal vorzustellen, das ist für mich jemand, der in Kiel wohnt, ja, wie weit runter ist denn das überhaupt? Ich weiß, was ist das, Hannover? Also, und egal wie alt du bist, so eine kleine Richtungsänderung für dich kann auf dem Langzeit, auf dem Long-Term eine riesige Veränderung machen. Also rede gut mit dir, sei gut zu dir, sei dein bester Freund, sei dein bester Partner. Liebe dich selbst. Mal ganz ehrlich, wie sollen andere Menschen dich lieben, wenn du dich selbst nicht aufstehen kannst? Wie soll das denn funktionieren? Das geht überhaupt nicht. Wenn jemand dir dann Komplimente macht, wie toll du bist, kannst du dem das denn überhaupt glauben? Weil du glaubst es dir selbst ja nicht mal. Daher sei dein bester Freund. Immer wieder, immer wieder. Überprüfe wirklich, ob das, was du zu dir sagst, sich gut anfühlt. Und du musst jetzt nicht jedes Wort überprüfen, was durch deinen Kopf rauscht. Es gibt einen ganz einfachen Feedback-Mechanismus. Ist das, was du gerade zu dir sagst, fühlt sich das gut an oder schlecht? Ganz grob, schwarz-weiß. Da gibt es kein Grau, ne? Gibt es nur schwarz und weiß. Und wenn sich das gut anfühlt, dann mach weiter, dann go for it, dann volle Attacke. Wenn nicht, lass es. Ah, alles klar. Oder machst du kleine Sätze wie, oh, das ist ja toll. Oh, spannend. Ah, so sieht der Mensch die Welt. Ah, das könnte dabei rumkommen. Versuche es dir positiver vorzustellen. Ja, aber Marco, mein Leben ist gerade halt blöd. Und was soll ich dann machen? Ja, es ist auch dann die Bedeutung blöd im Verhältnis zu anderen, im Vergleich. Die Frage ist, du hast wenig Geld. Ja, gut, du hast wenig Geld. Du hast Sorgen, ja, du hast Sorgen.
Aber ich möchte ganz gerne, und jetzt das Wort aber, ne, mein Unwort überhaupt, wenn solange du Kleidung am Leib hast, ein Dach über dem Kopf und Essen im Kühlschrank, geht es dir besser als den meisten Menschen auf dieser Welt. Und dann gib dem Ganzen bitte eine neue Bedeutung. Denn wenn du das so weiter praktizierst wie bisher, dann wirst du auch immer das bekommen, was du bisher bekommen hast. Also, was hast du zu verlieren? Du kannst es nur noch besser machen im Großen und Ganzen. Und zum Thema Bedeutung geben. Eigene Erfahrung, Real Talk mit Marco. Ich habe auf die letzten beiden Folgen ein Feedback von einer Teilnehmerin bekommen, die mir sagte, das ganze Thema Universum und so, das sei jetzt unspezifisch, sie bräuchte doch einen direkten Ansprechpartner und der Herr Jesus Christus wäre ja auch für sie gestorben. Und dem müsste ich ja irgendwie auch irgendwie ein bisschen, naja, Anerkennung zollen, Tribut. Jetzt kann ich natürlich, jetzt kommen diese Dinge, die in meinen Kopf gehen. Es ist ja nicht wichtig, was ultimative Weisheit, was diejenige gesagt hat, sondern das, was ich zu mir selber gesagt habe, als ich die Nachricht gehört habe, also als sie fertig war mit Reden. Und das war folgendermaßen, meine erste Reaktion war, nicht sofort danke. Ich bin da auch noch im Autopilot und denke, was ist das denn, was soll denn der Scheiß? Ich habe da geredet über Selbstverantwortung und man ist ein eigener Herr und du bist der Regisseur deines Lebens und jetzt gibst du die Verantwortung jemand anderem ab. Und Verantwortung abgeben ist für mich gleichmäßig mit Schuld abgeben. Schuldzuweisung ist dann super, wenn ich nicht verantwortlich bin, kann jemand anderes schuldig sein. Und dann habe ich mich zurückgelehnt, habe diesen Satz nochmal durch meinen Kopf durchgehen lassen und festgestellt, nein, überhaupt nicht. Diese Dame, und ich bin ihr sehr dankbar für diese Worte, weil sie hat mir ihre Welt eröffnet. Ja, sie hat mir Feedback gegeben. Es ist nicht so, dass sie es falsch verstanden hat, sondern ich habe jetzt erfahren, wie das, was ich gesagt habe, bei ihr angekommen ist. Und das ist für mich super lehrreich und das finde ich dankbar. Und auch wenn sie dadurch sagt, ja, du kriegst halt dadurch keine 5 Sterne, weil ich das so sehe, ist das für mich in Ordnung, auch wenn das tödlich für den Google-Algorithmus ist. Aber im Großen und Ganzen bin ich ihr sehr dankbar dafür. Sie hat mir ihre Welt offenbart. Ich darf jetzt mir überlegen, ist das für mich akzeptabel? Kann ich die Perspektive ändern? Und die Perspektive habe ich geändert. Ich habe ihr dann nämlich auch geantwortet und sage, Mensch, vielen Dank. Großartig, dass du mir direkt schreibst und dass wir in Kontakt treten können. Und das Thema Universum ist ein Platzhalter. Und du darfst das für dich austauschen in Gott, Allah, Buddha, Klaus Jürgen oder wie auch immer. Du darfst das so nennen, wie du es willst. Das große ganze Leben, whatever. Und ich habe dadurch wieder gelernt, wie andere Menschen die Welt sehen, die Welt wahrnehmen und vor allem auch mich wahrnehmen. Und es ist natürlich, ich kann mich jetzt auf diese eine Aussage so fokussieren und mich aufregen und sagen, ah, das ist doch alles blöd. Und ich nehme das Ganze an, schaue, was ich davon für mich als Feedback auch mitnehmen kann und trotzdem dankbar sein für all die anderen Dinge. Weil mir haben ganz, ganz viele tolle Leute geschrieben, auch weiterhin, mach weiter so, das fand ich richtig großartig. Das hat bei mir so ein bisschen was getriggert und ich glaube, ich muss in dieses Thema nochmal reingehen und nicht jede Folge wird jedem was sagen. Es gibt bei mir Podcasts, die ich selber höre, die ich 5 Jahre später nochmal höre, weil ich die früher, die haben bei mir so einen inneren Widerstand hervorgeholt. Und heute gebe ich denen eine andere Bedeutung. Heute bin ich so weit, mir das Ganze anzuhören. Und damit kommen wir auch wieder zum Ende dieser wunderschönen Folge und natürlich auch dieses Mal zum Zitat der Woche. Und es passt wirklich, finde ich sehr, sehr gut. Man sollte seinen eigenen Seelenfrieden nicht zu sehr abhängig von der Vernunft anderer Menschen machen. Ich habe keine Ahnung, wo das her ist. Das habe ich aufgeschnappt, habe mir das als Notiz immer mal gemerkt und fand ihn eigentlich ganz gut. Also, ich freue mich, dass du wieder dabei warst. Ich freue mich weiterhin auf dein Feedback. Schreib mir, E-Mail mir, whatever. Ich freue mich, mit euch in Kontakt zu treten und ich wünsche euch einen wunderschönen Wochenstart. Wenn du das hörst, wenn das rauskommt, ist es Montag. Eine tolle Woche. Wir gehen so langsam in die Vorweihnachtszeit. Nächste Woche ist schon der erste Advent. Und wieder Bedeutung. Du gibst, oh, Stress, Weihnachten, hast nicht gesehen.
Geschenke kaufen. Oder geil, es wird dunkel, es kann schneien, wir können die Lichter aufhängen, wir können das Glitzern in den Augen sehen. Ich freue mich schon wie diebisch. Ich liebe es zu schenken. Also ich finde das großartig. Ich finde es teilweise schöner, Leute zu beschenken, als beschenkt zu werden. Ne? Denn Glück ist das Einzige, was man teilt, indem man, was sich verdoppelt. Nochmal, Glück ist das Einzige, was sich verdoppelt, indem man es teilt. Und in diesem Sinne, eine wundervolle Woche. Genieße den Tag, genieße jeden Moment, überlege, welche Bedeutung du gibst und wie du mit dir selber redest. In diesem Sinne, smile for your life, dein Marco. Vielen, vielen Dank, dass du dir diese Folge angehört hast. Und falls dir diese Folge und natürlich auch dieser Podcast gefällt und du anderen dabei helfen möchtest, dass er auch schneller gefunden wird, dann kannst du das tun, indem du es natürlich an die Leute direkt teilst oder auf Spotify, Apple und Google gehst oder die Plattform, die du gerade hörst, mir eine Bewertung und einen Daumen nach oben oder Sternchen da lässt. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns connecten und du mir vielleicht schreibst unter podcast@smileforlife.de oder besuche mich auf meiner Webseite oder auf Instagram oder Facebook.